Eine Hexe und Lots of Direwolves. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Da sind mindestens drei Frenzied, Mann. Und die Hexe würde ständig unsere Leute umdrehen. Frenzied, 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 4 Frenzied, 5, 6, 7. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Es hat nicht funktioniert. Mausemoda hat resisted. Das sind halt fucking Kultisten, Mann. Da wohnt underestimiert auch Kultismus. Also habe ich meinen Leader dabei, ja. Das ist gut. Machen wir den schon mal kaputt. Ewald, ne, du willst eigentlich nicht da rein, würde ich sagen. Du bist ein normaler Direwolf. Das sollte er dann in Kasimir schon hinkriegen, würde ich sagen. So, und du gehst da rein und fängst an, die zu schnetzeln. Sepp genauso. Hier noch ein Hündle dazu, der noch ein bisschen den aufkauen darf. So. Ist noch ein fucking Shit-Ding. Oh Mann. Jetzt sind halt die ganzen Würfe nochmal dran. Ihr werdet komplett overwhelmed wahrscheinlich. Oh shit. Nein, nicht die Backline overwhelmed. Das vergesse ich immer wieder, dass sie dann da durchrufen dürfen. Ja, die kaufen halt komplett Zeit für die scheiß Hexe, ne? Müssen die eigentlich echt schnell fertig machen. Ja, wenn es anfängt, dass ein, zwei Leute gedreht werden, haben wir ein Problem. Hey, der Wolf hat schon keinen Bock mehr, das ist geil. Das ist sehr gut. Sehr gut, hat wieder nicht funktioniert. Das ist sehr, sehr geil. Wenn das mehrfach nicht funktioniert, haben wir so viel gewonnen. Ich glaube, ich bleibe da unten, damit alle den Buff haben. Den Resolve-Buff. Schade. Schade. Machen wir dich weiter. Du rennst. Fangen wir mit dir weiter an. Du bist. So. Schneid mal auf, was wir können. Du kommst mal hier ganz gut ran. Dann machen wir dich erstmal rund. Ach, ich dachte, wir machen dich rund. Ne, da will ich nicht hin. Da will ich auch. Das bleibt so. Du bist aber frenzied, ne? Scheiße. Frenzied sind halt doch heftiger, als man denkt. Gerade mit dem blöden Overwhelm, wodurch man ewig nicht trifft. Also, dass Masumoto hier noch irgendwas trifft, der hat minus 60% Skill. Ach, schade, ich dachte, der Hund kriegt den. Ich dachte, der Hund kriegt den. Ihr könnt ja gerne übernehmen. Der rennt weg. Macht doch mit. Scheiße. Das ist schlecht. Ist er noch dran? Der ist noch dran, ne? Acts in two turns! Aua! Könnte wehtun. Oh, er geht auf die. Das ist kind of okay für mich. Dass wir den nicht gestunt kriegen, ist wieder ein Shitfest. Ja, jetzt müssen wir halt auf den gehen.
Da haben wir noch einen. Die rennen alle. Du rennst noch nicht. Ja, ihr verprügelt jetzt meinen Mann. Das ist halt ein Problem. Das ist das Problem, dass ihr meinen Dude verprügelt. Weil er an euch im Nahkampf steht. So was irgendwie alles nicht gedacht. Die Hexe zur Holden Maid geworden, ne? Ja! Wofi, geh auf die Hexe, damit die keinen Shit mehr machen kann. Das wäre auch ziemlich nice. Aber du wirst mal, glaube ich, hier mit reingehen müssen. Du rennst auch. Ja, die Hexe. Sie ist nur gelaufen. Das ist sehr, sehr gut. Sie ist sehr, sehr gut. Sie ist nur gelaufen. Ich frage, ob unser Mann überlebt, weil die KI ihn halt angreift. Adler the Thief wurde von der scheiß Karawanenhand gestruckdown. Ich könnte kotzen. Ich könnte so hart kotzen. Den treffen wir halt irgendwie nicht mehr. Wenn er wurde nur gestruckt, dann ist die Frage, was für eine Verletzung er jetzt hat. Sehr gut, die Hunde lenken die scheiß Hexe ab. Oder ich mach's einfach mit dem. Ich glaube, die Hunde kann er tatsächlich nicht nehmen. So, machen wir den mal noch weniger. Ja, jetzt kommt hier der Doom-Shit. Dass wir jetzt einen Hund haben mit Doom-Shit, ist schlecht. Und du bist nämlich. Du bist Ben. Oh shit. Ja, der Hund ist, glaube ich, down. So ein Gefühl, aber der Hund ist, glaube ich, over. Nur so ein kleines Gefühl, weil der hat den Triple Bums. Wir müssen jetzt eigentlich noch eine Runde warten, bis sie wieder dran war. So, Masumoto, du kannst versuchen, auch das zu tanken. Er geht trotzdem auf den Hund. Ja, schade. Ist die fucking Hexe confident? Ew. Eschlich. So, jetzt aber der Doom vorbei. Let's go. Er kommt nicht ran, um zuzuhauen. Er hat nicht genug Ausdauer dafür. Er hat auch nicht genug Ausdauer. Ne, dann bleibst du stehen. Du kannst zuhauen. Ach, damn. Musst du da hin? Matt? Ah, da steht der blöde Hund dazwischen. Ach, dammit. Also mir, glaube ich, ein bisschen suboptimal hingestellt. Huh. Ja, gebrochenes Knie, Adler, du bist halt down. Melee Defense, Range Defense, Initiative, du bist over. Adler, I'm sorry, aber du bist over. Oh, es gab unglaublich viele Fälle. Adler, du bist raus. Wo haben wir ihn denn? Du warst doch hier, Adler Thief. Schade, schade, schade. Könnt ihn theoretisch, aber er hat auch minus Melee Damage, also das ist, nee. Du bist raus, Adler. Haben wir wieder einen weg. Diese Rolls, Sonics! Die Rolls! Willst du mich komplett rollen oder was? Oh Mann! Du hast ja gar keinen Skill, das ist übel viel plus 0 und plus 1 und plus 2 gerollt, Mann. Ach du Schande, ey. Oh Mann. Sonic. Hier erstmal mehr HP. Zack. Kasimir, dir geht's nicht so gut. Dann kommt erstmal Ulfort rein.
Frage ist. Alter, minus 50%. Will ich auf Ulfert, dann kriegt Ulfert jetzt das gleiche wie alle anderen. Du kriegst das. Du kriegst aber auch entsprechend die Backline-Ausrüstung, würde ich sagen. Das hier eigentlich. Und das. Zack. Dann könnten wir aber jemand anderem, der noch Ausdauer hat. Nämlich die 110er Rüstung geben, wie Kasimir. Kasimir hat noch Ausdauer. War nur 110er Rüstung. Mit, oh, das ist einfach nur schlechter. Oh. Hoppala. Wenn er noch Ausdauer hat, könnte er jetzt eine 110er Rüstung kriegen. So. Noch ein 90er. Ja, wenn jetzt wieder so ein. Also, wenn es jetzt wieder rund geht, ne? Dass wir jetzt wieder alles Mögliche an Brigands ins Gesicht kriegen. Dann wird's bitter. Was macht ihr eigentlich? Alter. Nein! Wir verlieren die Karawane. Wir verlieren die Karawane. Scheiße. Ich dachte, das ist eine easy Mission. Unholde Hexen und ein paar Nomaden. Mitten in der Kampagne, ne? Also vor allen Dingen ihr oben Nomaden, Mann. Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Lass mal die Laune wieder steigern. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Oh, das ist unser ganzes Essen, das ist jetzt der Scheiß. Ja, nee. Bin ich dagegen. Bin ich ein bisschen dagegen. Aber lieber noch ein bisschen Brot, ey. Das sieht nicht gut aus, dass man das. Nee. Und was haben wir hier? Das ist auch wieder eine Kopf pro Kopf. Nach Südwesten. Rumhorn. Let's go. Da will ich sowieso hin. Aber jetzt bitte nicht wieder die Nomaden. Bitte nicht wieder die Nomaden. Dass die hier jetzt angetuckert kommen. Ich will einfach nur ein bisschen chillen. Nomaden sind nicht chillig. Achso, und einen Hund muss man auch noch ersetzen. Wir haben auch einen Hund verloren. Hier, Sonics kriegt erstmal einen Hund. Sepp kriegt einen Hund. So, wie ist denn hier der Verkaufspreis? 15. Ach, dammit. Karawanenhand, Militia. Also kein Geld für eine Militia. Wir hatten gerade noch 4000, ey. Wir hatten gerade noch Geld. Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Es variiert so stark. Es ist so traurig. Nach Brunndorf gehen wir nicht rein. Nehmen wir die Abkürzung außen rum. Ich hätte gar kein Geld kaufen. Kein Essen kaufen müssen. Ach, Schande. Cutthroats, Outlaws, Slinger and Nomad Archer. Ja, let's try. Acht gegen 18. Weil es 8 gegen 12 ist, um realistisch zu sein. Das ist schon mal scheiße, dass der erste direkt hittet. Da bin ich ja jetzt schon dagegen. Und die Hunde will ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht platzieren. Die werden einfach nur weggeschnetzelt von den anderen. Komm echt ran, die Jungs. Wenn die anderen moven, kann ich sogar. Der muss da moven oder der muss da moven. Sehr schöner Hit. Auch ein schöner Hit. Du brauchst nicht mehr dran sein.
Und noch ein schöner Hit. Geil. Stop Hitching. Der ist eigentlich der gefährlichste mit da oben, ne? Da war kein schöner Hit. Das war kein schöner Hit. Oh, Kasimir. Kasimir wollte ich eigentlich gar nicht da rein, ne? Ups. Oh. Okay. Ja, der darf aber nicht mehr schießen. Oh, das ist nicht gut. Das hätte, glaube ich, nicht eingehen sollen. Hey! Blöde Rumgepeitsche von denen, ne? Jetzt sind wir doch wieder im Heiligen Krieg reingezogen worden. Weil jetzt wir hier Karawanen machen und damit mittendrin landen. Sehr schön, Wuffi, danke. So, darf der auch nicht mehr angreifen? Dann haben wir schon mal die Rangies weg. Schade. Haben wir den down. Kasimir, du läufst mal ein bisschen außen rum, weil du, glaube ich, nicht der dickste Frontliner von uns bist. Hier, Sono kann da rein. Yes, 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 ja. Sepp, würde ich sagen. Sollten das aushalten. Ja, Wuffi, beißt sie kaputt. Ja. Nom, 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 nom. Hunde sind so tolle Tiere. Ja, ja. Gehen wir dich erstmal rum, um die blöde Shield Wall zu beenden. Bin immer noch rumgepeitscht. Ey, nicht Waffe klauen. Ah, er hat nicht mehr geshield wallet. Schade. Dahin kann ich mich stellen, glaube ich, ohne dass er mich direkt attacken kann. Ja. 72, let's go. Du nimmst mal den Highground auf. Oh, da war ja noch einer. Ups. Upsa. I had a little oopsie there. Gestunt, den jungen Mann. Dann schneiden wir noch ein bisschen. Du läufst noch nicht, ne? Jetzt läufst du schon irgendwie, ne? Jetzt hast du Bock. Nee, nee. Das holen wir uns schön hier. Oh, die Hunde verteilen natürlich die XP an alle und den Loot. Kriegt man tendenziell weniger Loot, weil die Karawanenhände dabei sind. In dem Fight, wenn die Hunde die Kills kriegen. Die sind nicht optimal. Ich glaube, ich brauche mal halt 3 Runden, um das Platz zu machen. Da können wir nicht einfach so zu hitten. Yes. Yes, we can. Und ich will gar nicht den Kopf treffen. In dem Fall, weil er fast keine Rüstung mehr hat. Hätte ich ihn rotieren können? Hätte ich den Hund rausrotieren können vielleicht? Sehr nice. Sehr, sehr geil. 279, das ist aber ein krasser Unterschied. Na gut, du hast 3 Kills, vergiss. Ricky, vergiss. Zweimal. Loot in the house. Da gönne ich mir doch. Und ein bisschen extra Kronen gibt es ja auch noch oben drauf. Kram. Du bist nichts wert. Ich. Euch beide auf jeden Fall. Come across a man holding the reins of a lanky horse whose mangy seen better days. The horse gray and seeing his one. Come, come. I've bet to make for those brave and fast enough to think they win. You ask what he has the bet is. The man pet the horse and plumb does.
Raise my horse, not with another horse, mind with humanly legs. If you lose, you give me 300 crowns, if you win, I pay you triple. Ich mach das eigentlich immer. Warum nicht? Ist es witzig. Hier, sagen wir uns das Vorwort. Vor allem gehen die Laune hoch, aber wir verlieren halt 300 Kronen, okay. Einfach nur, weil es lustig ist für die Leute. Aber ich glaube, du kannst nicht wirklich gewinnen. Aber das ganze Event ist, willst du Geld für Laune ausgeben. Und wir haben hier oben, oh shit, unsere Tools and Supplies sind. The Gilded Fall and may the old gods take the glory. Okay. Events, Events über Events, Events. Schon gehört, dass es Events gibt? Ja, wir brauchen das. Und wir hätten gerne mal wieder das. Okay, wir müssen in Fischerdörfer gehen für Netze. Hätte man sich denken können. Aber, ja. Hätte man sich denken können. Habe ich nicht. 15er Verkaufspreis ist schlecht. Wir hatten doch noch Leute mit Ausdauer übrig. Genau. Hier, have fun. Du hast auch noch Ausdauer übrig. Hier. Sehr gut, sehr gut. Kasimir ist schon voll integriert. Also der hat sich das komplett verdient, da dabei zu sein. Hier haben wir noch den Ewald Level Up. Plus 3, sehr geil. Plus 3, I guess. Perk. Ich glaube, der wird... Ich weiß nicht, ob er genug Ausdauer kriegt für Brawny. Ehrlich gesagt. Ich glaube, die werde ich tatsächlich Shield Expert wieder geben. Weil ich glaube, du wirst es brauchen. Du hast so wenig spezialisierte Sachen. Nein. Kultist. Plus 4. Der hat 79 Base Resolve. Ja, es ist halt ein Level 10 Kultist. 84 Skill. Und ist früher dran. Let's go. So, und jetzt müssen wir eigentlich nochmal Fortified Mind geben. Weil den haben wir bis jetzt komplett ignoriert für unseren Sergeant. 117. Das heißt, 10%, ne? Gehen einfach immer 11 an die Umliegenden. 11 extra Resolve für alle obendrauf. Das ist schon geil. Sonix, warum hast du so Shit Rolls? Ich hätte gern ein bisschen Defense eigentlich. Dachte, ich hätte gern ein bisschen Defense von dir. 2 bis 6 Tage, also ein gebrochener Schädel dauert echt lange zu heilen. Gebrochener Schädel dauert echt lang zu heilen. Die Mini-Müll-Sachen, die geben wir ihm, glaube ich, direkt hier. Die könnt ihr schon behalten. So. Die anderen Sachen verkaufen wir, wo es passend ist. Wo es großen Preis gibt dafür. Was ist hier? Karawane für basically nichts. Ach, Wackerfest. Wackerfest ist noch ein Stück weg. Oder? Ne, Wackerfest ist da, das ist gar nicht so weit weg. Da können wir auch mal wieder hingehen. Da gibt es ein Training-Ding. Und das hier ist 1600. Ancient City Defenden. Nee, wir gehen nach Wackerfest erstmal. Achso, gibt es hier neue Leute? Gibt es hier gute Leute? Jede Menge Fischer. Ist hier irgendwie Fischer-Sachen? Nee, it's not well supplied. Weird. Warum haben wir denn hier 5 Fischer? Also es ist ein Fischerdorf, okay, aber wir haben literally nur Fischer. Aber ich glaube, die will ich gar nicht gucken, weil... Die müssten super hohe Melee-Skill rollen und Talente dafür haben. Und ich glaube, das haben die nie. Never mind. Der hat einen... Ist eigentlich ganz okay. Der hat sogar gute Fatigue gerollt. Besser als andere von meinen Leuten, die ich habe. Der hat guten HP-Roll. Okayen Melee-Skill, ein bisschen Defense, gute Fatigue. Resolve ist okay, Ini ist okay. Der könnte halt wieder nimble werden. Der könnte sogar ein ziemlich guter nimble werden. Also halt im nicht getroffen werden. Gut. Meine ich an der Stelle. Ja, du kriegst erstmal das, dann kriegst du das oben drauf. Der Fischer steht schon drin, perfekt. Du hast 50, das heißt, du kriegst das. Du kriegst noch ein normales. Ne, du kannst sogar hier, du kannst ein besseres Schild haben. Du kriegst noch ein Dolch. Ein bisschen Gegengift. Man weiß ja nie.
Ja. Haben wir halt noch einen Fischer eingepackt. Und jetzt Karawane eskortieren. Okay, let's go. Ja, die Südkarawanen sind jetzt eigentlich immer ein bisschen gefährlich, ne? Dürfen wir gar nicht so einfach die leichte Schulter nehmen. Ich muss halt auch noch einkaufen, fällt mir gerade ein. Wir haben echt. Ja, genau, so viel dazu. 15 Nomaden. Ja, ich soll die Karawane im Süden lassen. Nomad Leader. Nomad Archers. Und es ist Tag geworden. Aber wir haben den Highground. Wir haben den Highground. Wir haben sowas von den Highground. Und die wollen unsere Karawane haben, also müssen sie kommen. Das sollte eigentlich machbar sein damit. Sind nur leider mehr Leute. Nee, du noch nicht. Und du, Topsy. So würde ich mal sagen. Und Sonix, mach's auch mal so. Ewald. Kasimir. Schade. Masumoto, wie gut warst du in der Defense? 48. Let's go, du gehst da mitten rein. Sepp, du warst 34 auch schon ganz okayisch. Wie ist denn hier die Verteilung? Hier ist ein noch niedrigerer Ground. Ein lower Ground. Das glaube ich hier oben mal helfen müssen. Ben geht damit hin. Ich glaube, das Problem ist hier oben, wird es, glaube ich, das Schwierigste tatsächlich. Und der läuft zum Glück noch jede Menge außen rum. So. Ben wird mal den Leader nehmen und versuchen, den weg zu tanken, würde ich sagen. Der darf nämlich zweimal zuschlagen, das ist jetzt echt fiese. Immer. Ja, hier hat nämlich die blöde Rangy da. Hallo. Okay, schon mal zwei. Die erste Runde hat er schon mal erfolgreich getankt von für ihn. So, wer ist dran? Du bist dran. Ja. Noch nicht. Ja, noch nicht. Und dann bleibst du erstmal, glaube ich, mal stehen. Wir müssen mal kurz gucken. Du wartest auch mal ein bisschen mit dem Attack, dass wir dort ordentlich ranmoven. Aber hier geht's jetzt in der Mitte durch, ja. Dann nimmt Sono das. Wir moven hier ordentlich ran. Und schubsen den vielleicht. Ah, schade, sogar weg. Ewald. Nomad Cutthroat. Du gehst mal dahin. Du nimmst den High Ground. Und wir machen mal kurz hier die Leute weg, würde ich sagen. Undi. Du nimmst den hinter mir. Deck mir den Rücken, danke. Da hat echt mein Schild versucht zu splitten, die Sau. Okay, du bist ziemlich ungefährlich mit deiner komischen Keule da. Du hast einfach nur einen Stock in der Hand.
Ist einfach nur ein fucking Stock. So, du gehst jetzt mit dahin. Oh, vielleicht dahin lieber. Weil der kann sonst ihn versuchen zu stunnen. Direkt schon. So, und wir gehen dahin und helfen dann dort mit aus. Sehr schön, schöner Stun. Das ist wichtig. Ja gut, dafür kann ich jetzt nichts. Da kann ich euch nicht helfen. Sowas müsst ihr selber ausweichen. Aua, das ist schlecht. Ja, da hätte ich drauf achten sollen. Da hätte ich drauf achten sollen. Der hat da nämlich das Schild jetzt down, leider Gottes. Da ist jetzt ein Problem da oben. So, dadurch 77. Ja, dann hier. Dann. Ach, come on. Den 77er zu failen, das tut immer ein bisschen weh. Das tut immer ein bisschen weh. Okay, der hat schon mal keine Lust mehr. Na, die da ist beschäftigt. Das ist schlecht. Da ist Sono gestunt. Das hätte ich nicht ungern gesehen, so rum. Gern das irgendwie anders gesehen, dass Sono nicht gestunt wird. Sehr gut, noch ein Hit. Noch was Stunner da? Hätte ich vielleicht lieber die beiden runterschubsen sollen über den High Ground, ne? Du bist ungefährlich. Ja. Oh, dich habe ich ja. Stimmt, du bist ja auch noch da, habe ich völlig vergessen. Wofi, hilf mir! Eigenen Rücken geschossen. Nice! Gemoved, ne? Im eigenen Rücken geschossen. Das ist sehr geil. Sehr gut. Profi ist zuerst dran. Die Bogenschützis. Glück haben die bis jetzt noch nicht allzu viel gemacht. So, wir müssen dich beschäftigen. Ah, der kann hier rüberhauen. Das habe ich völlig übersehen. Sehr schön. Aua. Aua. Sonics kriegt ins Gesicht. Ich habe niemanden, den da rausholen kann. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Wenn ich das wieder reinmove, kann er ins Gesicht kriegen. Da ich auch wenig Bock drauf. Oh Mann. Ja, ich habe niemanden, den rausrotieren kann. Wenn das nicht überlebt, dann ist Sonics auch wieder down. Aber Sonics hat ja eh scheiß Rolls, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, es ist nicht ganz so schlimm. I'm sorry, Sonics. But it is the truth. It is truth, boy. Oh, Moment mal, wir können ihn rausswitchen. Aha, wir können sogar noch retten. Guck mal, ich habe was gefunden, was uns hilft. Hallo. Jetzt laufen die wieder weg, die Schweine, ne? Mit ihrem komischen Dodge da. Moment, haben die überhaupt Dodge? Sie sollten Dodge haben. Ja, ja, sie haben Dodge, ich wollte gerade sagen. Also wenn die keinen Dodge hätten... Oh, oh, Moment, du musst noch ein paar Schritte zurück. Weil sonst haut er über die Leute drüber und gibt dir einen Bonk auf den Kopf. Und wir wollen keinen Bonk auf den Kopf. Au.
Genau der Bonk auf den Kopf. Der Hund hat ihn übrigens gut aufgehalten hier, den Dude, ne? Und Ben macht sich da ganz gut gegen den Nomad-Leader. Also da... Leader versus Leader und sowas. Wir machen Leader-Battle draus. Nice! Ulfort! Wuhu! Do your thing! Nice, Ricky, do your thing! So, langsam mal da unten? Zu dir kommen wir nicht mehr wahrscheinlich, ne? Jetzt die Frage, ob wir... Ne, mit Ewald wollen wir uns nicht um den Leader stellen. In Masamodo können wir uns, glaube ich, schon um den Leader stellen. Sonst schubst du dich mal da runter. Und stellen uns nicht oben drüber, weil wir keine Ausdauer mehr haben, wir Idioten. Aber du bleibst hier. Fängt er an mit Shield-Splitten. Glaub's hackt. Mal kurz die Kamera ändern, so. Du hast keine Range, ne? Von daher können wir das so machen. Ob der jetzt abhaut? Ob du jetzt abhaust? Bleibt doch hier! Ich brauche eure XP für meine frischen Leute! Okay, ich muss dich wegnehmen. Ich muss dich wegnehmen, sonst macht der dich rund. Da ist ja der... Ja, ich hätte zu dem Archer gehen sollen. Dass er von unten den so absnipt, ist... Ah, danke. Jetzt verliere ich wieder die XP und den Loot an den, aber... Whatever. So, du musst stehen. Okay, der macht da Dinge. Und wirft Sand. Muss man, glaube ich, wieder hier oben rein. Der Leader hat keinen Bock mehr, das finde ich gut. Deine Rüstung ist zwar komplett durch, aber whatever. Du bleibst da stehen. Wir nehmen dich mal aus dem Sicht weiter. Wir nehmen dich mal aus der Sicht weiter. Du rennst mal hier rüber und gehst dem auf den Keks, der mich hier die ganze Zeit abfuckt. Du holst den nochmal ein, bitte, Kasimir. Dass der uns hier nicht wegläuft, ne? Das wollen wir ja nicht. Sehr schön, haben wir den auch noch. Rennt der echt? Der schafft es immer wieder zu rennen, ne, die Sau. So, der hat doch das Stern, im Zweifel verblutet er sowieso, oder? Ach nee, nicht ganz. Oh, fast. Ich glaube, den letzten Archer kriege ich nicht. Ist so ein Gefühl, aber ich glaube, den letzten Archer kriege ich nicht. Aber Ben hat keinen einzigen Hit von dem Leader gekriegt und gewonnen. Das 1 gegen 1 sollte ich eingehen anscheinend, häufiger. Alle anderen wurden ein bisschen zusammengeschossen. Wie weit darf ich laufen? Soweit. Und. Schade, nicht ganz. Das ist auch keine Rüstung mehr so ordentlich, ne? Du bleibst da, du bleibst da. Hier geblieben. Das sehe ich halt immer nicht, was ich da noch angreifen will. Und was ich angreifen darf, meine ich und so. Hier hoch. Du kannst stehen bleiben, glaube ich. Keine Ausdauer mehr für einen zweiten Hit. Das ist traurig. Wie einmal, da wurde mir AP abgezogen, kann nicht so weit laufen, das ist immer sehr gut. Dann kriege ich ihn auf jeden Fall nochmal. Und jetzt ist der Hund dran. Doch, den kriegen wir noch. Den Archer hier oben nicht, aber den da kriegen wir noch. Die Hunde machen manchmal echt viel Damage, holy moly. Ben did good. I did good. I'm good. I'm very, very good. I'm the best. I'm the best. Better Ben. Because when I'm better, when I'm the better Ben than everyone, I'm the best Ben, right? Ich laber schon wieder übel viel Dünnes.
Irgendwie, also dieses Geflacker seht nicht nur ihr, das Geflacker sehe ich auch. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das irgendwas mit Mods zu tun hat oder was, keine Ahnung. Sehe ich auch. Sehe ich auch. Irgendwas mag er da nicht. So, you down, finally. Ich kann euch da oben stehen lassen. Als ob. Was ist denn das für ein Magic Mike? Als ob der immer noch wegkommt. Du bist nicht Leonardo DiCaprio und Catch Me If You Can. Also bleib stehen und lass dich abmorksen. Meine Fresse. Der zweite Hund ist inzwischen auch fast dran, ey. Du kannst auch stehen bleiben. Du nicht. Du musst dahin. Wir hoffen, dass wir jetzt den letzten Hit noch kriegen. Auf ihn. Als ist immer noch nur der Hund dran. Ja, finally. Ja, wir haben wieder ein paar Level-Ups, aber wir haben auch ein paar Verletzungen uns gegönnt. Da gibt's guten Loot. Oh no. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ihr seid, glaube ich, nichts wert, aber ihr seid was wert. Und du auch. Das. Halt, so rum. Haben wir hier unten jetzt eingesammelt? Ach, scheiß, ey, den man hier mal mitnimmt, aus Versehen. Überhaupt üblichster Müll. Packen das mal mit da hoch. Ich glaube, das ist mit eines der wertvollsten, wenn es repariert ist. Ich glaube sogar, du bist wertvoller als. Ich weiß nicht, warum diese Maces von den Nomaden einfach so unfassbar wenig wert sind. So, die. Das ist natürlich das Problem. Wir müssen ein bisschen gucken. Du hast immer noch einen gebrochenen Schädel, leider. Ist dafür also nichts wert. Und der Ulford Brawler wurde sehr viel zusammengeschossen. 2 plus 3. Ich glaube, mit dir will ich nicht immer ranged Backline bleiben. Von daher will ich mit dir schon Dinge tun. Erstmal hier mehr HP. Das. Und ich würde sagen, plus 4 HP. Ja, der wird auf jeden Fall nicht immer Backline bleiben, aber aktuell hat er noch keine Defense. Deswegen und Ricky 83. Ja. Ich gebe ihm einfach nur Dodge, damit er mal ein bisschen Defense kriegt. Und noch ein bisschen mehr HP, so. Dodge, yes. He got Dodge. Weil der baut ja nicht so viel Fatigue auf. So, du bist jemand, der schon das hat. Du hast auch schon schwere Rüstungen. Du wirst auf jeden Fall Battleforge haben. Für weniger Rüstungsdamage. Plus 3, plus 2. Oh, das mit nur 100 Fatigue. Oh, da. Das ist nicht optimal. Da haben wir wenig Fatigue gelevelt. Da haben wir wenig Fatigue gelevelt, sind wir ehrlich. So, wer hat jetzt die schlimmsten Verletzungen? Melee Defense Initiative, Maximum Fatigue. Initiative kann schlecht laufen und du hast vor allen Dingen kein Schild mehr. Das ist was uns auffallen sollte. Reparieren. Ja, kriegst ein Schild erstmal in die Hand gedrückt. Ja, meine Frontliner, die schon eine Weile dabei sind, die haben halt nicht mehr so viele Verletzungen, ne? Oh, plus 3. Plus 2. Yes. Und plus 4. Yes. Richtig gut. Richtig gut. 125. Er hat schon einen 200er Helm, ne? Das soll man nicht vergessen. Der trägt schon einen 200er Helm, hat nur schon 70 Fatigue übrig, ist Level 4. Also, der ist auf einem guten Weg. Und der hat sogar schon 60 Skills. Das ist eigentlich auch ganz gut. So, ich schwanke jetzt zwischen Brawny, weil das am Anfang noch nicht so viel bringt, außerdem hat er genug Fatigue, Taunt.
Oder Rotation, um Leute zu saven. Ich glaube, Rotation ist das Bessere. Oder Gifted, oder halt Steelbro. Vielleicht ist doch Steelbro, wenn meine Leute immer wieder sterben. Weil die halt dann doch mal einen Kopftreffer abkriegen und dann tut's weh. Weiß ich gerade nicht. Und wenn ich mich nicht entscheiden kann, nehme ich ganz häufig Gifted. ich glaube, ich bin für Rotation, einfach zum Leute safen. Ja, aber ich glaube, Sonics, dich würde ich zumindest mal ersetzen mit Adelmann, dem Fischer. Weil, ja, hier geht's nicht so gut. Du hast einen Schnitt im Fuß. Jetzt hoffen wir mal. Weil so weit ist es echt nicht, ne? Wir kriegen 82, wir gehen von hier nach hier. Es ist echt nicht so weit weg, dass jetzt nicht nochmal irgendeine blöde südländische Mistbums kommt. Wir haben auch nichts mehr zum Reparieren tatsächlich. Wir haben nichts mehr zum Reparieren und hier sind die Sachen so kaputt gegangen. Das ist schlecht. Das Schöne ist jetzt, well supplied sein, dass wir mal einen saufen. Und bei Kasimir habe ich einen Tippfehler drin, sehe ich gerade. Habe ich den Kasimir jetzt hingeschoben? Hier, nee. Kasimir? Achso, wir müssen auch die Leute noch benennen, die jetzt gelevelt sind. Hier, Ewald. Wir haben noch keinen Jean. Da bist jetzt Jean. Der Kultist. Ob sie ist. Wieder dann plus 1. Ich glaube, ich nehme den plus 1 trotzdem mit. Du hast keine Initiative-Bestrafung. Daher könnte man, wir haben uns nicht entschieden, ob du Brawny wirst oder nicht. Könnten die auch Nimble geben. Ich glaube, HP dafür hast du nicht so viel, ne? Das, du hast ganz, nee, du wirst ein Battleforge, du kriegst hier mehr davon. Dann wirst du Battleforge plus 3. Dann musst du nochmal Dodge kriegen. Eigentlich. Und Relentless. Relentless hast. Ne, du hast sogar Brawny schon. Wieso habe ich dir einen Brawny? Ne, völlig richtig. Ich will ja keinen Nimble haben. Ich habe jetzt nur aus Dummheit gerade eine Initiative gelevelt. Ich will ja genau das haben. Battleforged. Ist ja völlig richtig. Ich bin nur gerade ein bisschen durch den Wind. So, und du hast auch noch eine 80er Rüstung. Ja, wenigstens eine 90er können wir dir schon geben, ey. Auch wenn das nicht viel mehr ist. Aber dafür reicht's noch. Training Hall, wie ist hier der Verkaufspreis? 16. Sollten wir zumindest die billigen Sachen verkaufen, glaube ich. Den Kram, den Kram. Den Kram, wir haben ein begrenztes Inventar, deswegen müssen wir da, glaube ich, ein bisschen dafür sorgen, dass wir das Zeug loswerden. Sowas hier. Komischen Helme, die wir nicht mehr brauchen, den da nicht mehr. Demeter fliegt auch raus. Und hier sowas, so ein Billigzeug, billig-schmillig. Ja, ich habe den Hammer absichtlich verkauft. So, ist das ist sogar halbwegs günstig hier. Können wir mal ordentlich einkaufen, was die Tools und Supplies angeht. Dann gibt es hier noch einen Cat Chaser, The Wardog. Ein Armorer haben wir auch noch. The Butcher's Harness, guck mal. Moment, John, warst du nicht mal irgendwo The Butcher? Dachte ich. Oder im Ingame oder sowas immer. Rare Coat of Plates enhanced with Chainmail. Hier haben wir noch einen Heater Shield. Man hat nur 32. Das Ding hat 48. Hält sogar länger. Das Kite Shield hält länger als ein Heater Shield. What? Ja, das habe ich nicht vermutet. Das habe ich nicht vermutet. So, Grave Digger. Ach, Grave Digger und Grave Robber, ne? Ich glaube, Squires sind eigentlich geil.
Extra Hitpoints ist immer am Anfang dran. 60 Skill, hat Ausdauer, hat Resolve, hat wenig AP. Aber hat er schon 60er Skill? Kann ich ganz gerne mitnehmen, denke ich. Du kannst, glaube ich, gar nicht auf 60 Skill rollen, ne? Ja, plus Fatigue. 120 Fatigue plus Max Fatigue? Der hat 130 Fatigue, ohne irgendwas getan zu haben. What? Wir brauchen nur gar nicht mehr so viele Tanky Tanks. Der hat sogar 10 extra Punkte, ist sogar ganz okay. Aber ich habe das Geld eigentlich nicht, ihn anzuheuern. Ich habe das Geld eigentlich nicht und ich habe ja auch keinen Auftrag. Ich habe keinen Auftrag, mir irgendwas zu machen. Oh, well-crafted pummel. Two-handed mace. Ominous Axe. Das wäre was für uns. Das passt sehr gut zu unserem Kultisten-Playthrough. Einfach so eine geile Zweihand-Axt, so eine richtige Henkers-Axt. So ein bisschen. Ja. Ja, ich will aber hier eigentlich nicht bleiben, wegen dem komischen Fight hier. Wenig Lust drauf. Wenig Lust drauf, hier zu bleiben. Missing Children, das heißt, es ist eine Hexenquest. Wie teuer ist denn die? 1200. 1300. Hört sich eigentlich sogar machbar an, wenn wir nicht so verletzt wären. Weil wir dann echt wenig Defense und sowas haben. Ach, du hast gesoffen! Kasimir ist ja hier. Da habe ich übrigens den Tippfehler drin. Kasimir hat sich besoffen, während ihm der Schädel sowieso schon brummt. Noch 1-4 Tage. Ja, geil. Bruce Lake will he by tomorrow. 1-4 Tage, 1-2 Tage, 1-3 Tage. Wenn dann das hier. Wenn denn der kaputte Schädel. Ah, hier gibt es hier einen Redcatcher und die haben eine extrem hohe Initiative. Aber halt fast keine HP. Oder sonst nicht viel, glaube ich. Und das Asthmatiker. Fuck you! Alles klar, ich habe ja verstanden, ich soll sie nicht nehmen. Immer nach Reitenfeste. Okay, ich hab's verstanden. Wieso, ja, es gibt Redcatcher, aber den sollst du nicht nehmen. Holy moly, ey. Holy moly, wie sind die Preise? 18. 18 ist schon fast verkaufbar. Ja, komm. Wir verkaufen hier ein bisschen was von dem Zeug. Wir es schon repariert haben. Noch was Mülliges dazwischen. Ja. So. Wir haben sogar noch hier den Direwolf-Pelt, den wir noch gar nicht benutzt haben, sehe ich gerade. Den haben wir noch gar nicht benutzt. Haben wir da jemanden für? Haben wir denn eine passende Rüstung? Wir hatten doch eine fette Rüstung jemanden gegeben. Hier, Sono, du kriegst dann den Fellumhang wieder. Sieht schön. 245er Rüstung mit extra minus Resolve auf Gegnern. Ja, Sono gegenüberstehen, hätte ich glaube ich auch keinen Bock mit der Gesichtstätowierung und so. Das ist schon kind of special. Was ist das? 4000? Conquer the Fallen Star. Leute, ich würde euch sehr gerne helfen, aber nein. Einfach nein. Ich brauche wieder mehr Kohle halt. Bis jetzt war ein weißer Schacht da immer eine gute Idee und ich habe das Gefühl, in Sonnenwehr wird immer noch nichts sein. Von daher ab nach weißen Schacht. Let me give me my Kohle. Mal kurz gucken, was gibt der mir? K
kann mehrfach Contracts verhandeln. Also wahrscheinlich mindestens zweimal. Ohne dass Relations ein Problem. Achso, und kriegt trotzdem die Bonus-Relations. Also kann ich es deutlich mindestens zweimal machen, wenn ich schon allied bin. Und die Good Relations bleiben halt länger. Ja. Also ich glaube nicht, dass in Sonne irgendwas ist, was mir was bringt. Außer ein Kenner halt wieder. Ja. Weiß nicht, ob das Bugged ist oder ob das Absicht ist. Dass es Städte gibt, die einfach nie Verträge geben. Nie. Nicht einmal. Never ever in 2000 Jahren. So, das ist wieder hier. 450 ist völlig fein. 450 auf 1 Stern ist völlig fein. Aber wir hätten verhandeln sollen. Ich Vollidiot. Daran muss ich mich noch gewöhnen, dass ich verhandeln darf. Sonst nicht so auf dem Schirm. Das geht. Müsste echt weit laufen. Für die Tracks. Das sind 6 Diebe. Gebt mir das Zeug zurück, ihr Schweine. Gebt es wieder her. Moment, mir fällt gerade so auf. Oh, nee, nein, 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 nein. Nein, nein. Aber wir haben noch nicht den schneller laufen Typ. Den braucht man noch auf jeden Fall für solche Sachen, damit wir die halt schneller einholen. To arms. Ein Marksman. Ein einsamer Marksman. Nee, du nicht. Ich glaube, das kann Ben fast alleine machen inzwischen. Ach, Kasimir haben wir noch nicht benannt. Weil Kasimir hat es fast verdient, seinen Namen zu behalten. Den habe ich jetzt schon direkt immer in den Kopf. Kasimir ist auch irgendwie ein cooler Name. Kasimir ist quasi mir ein guter Name. You see what I did there? Schlimm, dass ich mich selber so lustig finde dabei. Glaube ich zumindest, für manche Leute ist das bestimmt schlimm, dass ich mich selber dabei so lustig finde. Topsy? Topsy, top. Oh. Ja, das war... Ich dachte, ich habe da vielleicht noch Zeit. Ach, come on. Schieß wieder da rein, ne? Wie Sau. Oh, shit. Der hat da nicht viel Defense. Halten wir es mal kurz fest. John muss helfen gehen. Okay, John hat noch nicht so viel Defense. Der hat nur ein bisschen mehr Rüstung, glaube ich. Warum hast du eigentlich nur ein Kettendings an? Fuck. Wuffy! Let's go. Ja, danke. Das war sehr hilfreich. Ich gehe mal hier hin und wir tauschen. Mal Huhu aus meinem Brain AFK Look. In Brain AFK Look? Bist du auch am WoW spielen oder was? Was geht bei dir? Und Hallihallo, Xeli. Wenn du da wieder reinschaust. So. Huhu, ho, 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 ho. Zack. Ins Gesicht. Nicht den Hund stunnen. Ja, Adelmaler Fischer hat ja lange gemacht. Genau zwei Dinge, zwei Hits ins Gesicht genommen, dann war vorbei. Das ist natürlich dumm gelaufen. War es einkaufen, habe ich gegessen und mich danach auf die Couch gelegt. Bin ja schon circa 2 Stunden da. Okay. Es ist ein bisschen, ja. Könnte man sagen, könnte ein Brain AFK Lurk sein. Dann habe ich. Ich glaube, ich habe aber noch gar nicht wieder vergeben, ne? Ich glaube, du bist mir am Anfang mal gestorben, dann habe ich es vergessen, dich neu zu vergeben. Muss ich dann demnächst mal machen. Demnächst. Geh mal weg. Ich muss weggehen. So.
Haha, jetzt wollen mich alle nicht mehr. Oh, ich bin nicht gelaufen. Na gut. Kannst auch nicht mehr laufen. Ja, einkaufen muss ich auch gleich noch gehen. Aber das mache ich dann noch. Hallo. Oh, nicht getroffen. Guten Tag. Topsy top. Schade. Schade, dass der Hit nicht gehittet hat. Oh, der auch nicht. Aber der... Auch nur einer, ey. Was machen die denn jetzt, Leute? Oh, geht doch. Solo-Claire dann wieder. Nee, stimmt nicht, Xeli ist mir vorhin gestorben. Ich hatte lange einen Xeli. Ja, Xeli, du bist vorhin gestorben, stimmt. Du warst ja mein Peitschenmeister. Völlig verpeilt. Und du hast vorhin, glaube ich, einen fiesen Sniper-Schuss von der Armbrust ins Gesicht gekriegt. Oder auch mehrere. Über größere Distanzen. Da hatte ich wenig dafür. Ich hab dich eigentlich ganz gut positioniert, meiner Meinung nach. Ja. Das ist auch ein bisschen traurig, weil du hast echt viel gemacht. Ich habe dich 130 Tage lang dabei gehabt und 70 Battles und 50 Kills hast du gemacht. A Brain Damage! Woohoo! Atma hat Brain Damage. Das ist ein bisschen blöd, weil er auf Level 1 ist. Dann dauert es ewig, ihn zu leveln, aber besser als in schlechten Variante. Hier, wir haben das hier sogar hier oben. Da, Xeli-Kultist, 131 Tage, 71 Battles, 50 Kills. Shot bei Brigand Marksman. Das war echt ein ungünstiger Kampf und die haben uns echt übel zusammengeschossen. Und du warst leider einer der wenigen, die daran... Also du bist daran gestorben, andere wurden nur niedergestreckt. Wurden aber dann auch aus dem Dienst entfernt, weil... die hatten ein paar Schwierigkeiten danach, sich zu bewegen oder sowas. So ein der hat nämlich jemand schon vorher einen Klumpfuß und hatte danach noch ein gebrochenes Knie. Da habe ich gesagt, das ist jetzt auch langsam gut. Jetzt ist langsam gut. Mein Essen wird gleich schlecht. Das ist blöd. Man sollte nicht immer das gleiche Essen dabei haben, glaube ich. Dass weniger gleichzeitig schlecht wird. Wieso 14er Preis? Ist es ja doof. 14er Preise mag ich nicht. So, dann bin ich besoffen. Warte mal, aber dann haben wir doch, hat noch Kasimir gerade. Dann wird Kasimir jetzt Xeli. Hat gesagt, den müsste ich eigentlich noch benennen. So. Ist Xeli der blutrünstige Farmer? Achso, Moment, Xeli der zweite, aber natürlich. Weil dein Trade ist bloodthirsty. Immer wenn du kannst, wirst du Executions machen. Das heißt, wir wollen dir wahrscheinlich irgendwann dann doch wieder hier das Blutungsding geben. Weil damit können Köpfe abgetrennt werden. Und das ist sehr gut gegen sowas wie Untote. Weil wenn bei einem Untoten der Kopf ab ist, darf er nicht wieder aufstehen. So. Dann sehe ich hier zwei Topsy, Adelmarder Fischer, ja. Dir geht's nicht so gut, du wirst jetzt mal ersetzt. Und wir haben noch einen Kasimir sicher. Wir haben zwei Kasimirs gehabt. Stimmt. Da war was. Ich müsste den aber noch benennen. Wer ist uns denn gestorben? Achso, Sexy. Sexy haben wir nicht mehr. Sexy haben wir in Rente geschickt. Dann bist du jetzt Sexy 2. Und ja. Ist ein anderer Battle Brothers Streamer. Wo ich immer mal reingeschaut habe jetzt. Und Adelmar fand er nicht so witzig. Im ersten Kampf direkt eine Permanent Injury. Das so hat sich das Söldnerleben nicht vorgestellt, muss man mal so feststellen. Und Sonix ist halt einfach leider viel getroffen. Das ist so ein bisschen das Problem, weil er einfach riesig ist. Riesig, aber mit sicherem Fuß. Dafür hat er extra Damage. Moment mal, wir haben Sachen, die wir nicht auf Repair stehen. No! Repair it! Please! Du stehst auch nicht auf Repair. Die mir nicht repairen. Ich kann mir direkt verkaufen. Und so ein kleines Krüppelding hier. Weg damit. So, sind wir wieder kein Auftrag mehr hier. Ja, ab nach Dulmen wieder da hoch. Da ging es eigentlich auch ganz gut. Was spielst du denn eigentlich? Achso, du liegst auf der Couch, hast du gemeint, ne? Couch legen wir auch mal wieder was. Lumi hat übrigens heute Erste-Hilfe-Kurs. Oh. Da war eine größere Menge Untote. Untote haben diese sozusagen wie Barfuß-Fußspuren.
Menschen haben hier diese Fußspuren, die wie die halt relativ rund sind, die sind halt Schritte sind. Oh, Marauding Greenskins. Less Recruits und so. Ja, hier gab's eh die Recruits. Oh. Es ist ein günstiger Sir. Und da wären wir wieder einen Hexenjäger. Der würde so gut bei uns reinpassen. Wir hatten so einen guten Hexenjäger, da muss man ihn opfern. Oh, hier können wir gut verkaufen. Let's go. Wir müssen die Verkaufspreise sehen. Ja, 21. Ja. Yes, 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 ja. Ja. Kriegt da meinen ganzen Scheiß, den ich über hab. Stimmt, Wäsche aufhängen muss ich auch noch. Die habe ich reingetan, bevor ich angefangen habe zu streamen. Also, Wäsche erwartet mich dann auch noch zum Hochholen und Aufhängen. Vor allen Dingen musste ich heute noch ein bisschen Unterwäsche waschen. Weil am Montag ich an eine Konferenz fahre für 4 Tage. Da brauche ich noch ein bisschen Unterwäsche. War sonst ein bisschen knapp. Was haben wir hier? Das ist ja nix. Okay. Ein Eisenstein. Das ist ein Tag nach Nordwesten. Das machen wir nur, wenn wir gar nichts anderes haben. Das ist 2800. Hunter und Lindwurms. Alter, fick dich. Ich will keine Lindwürmer jagen. Lindwürmer sind ziemlich das Schlimmste, was geht. Wenn du sie schlägst, bluten sie Säure, die deine Rüstung kaputt macht. Und weil du ja natürlich sie im Nahkampf schlägst, alle, die drumherum stehen, kriegen einfach Rüstung abgezogen. Das ist übelste Katastrophe. So, jetzt kann ich hier auch mal tryouten. Sofadecken, Bettwäsche und eine Jacke. Ja, Bettwäsche habe ich schon gemacht die Woche tatsächlich. Jacke habe ich jetzt nicht gemacht. So, 13. Sieht eigentlich ganz gut aus. Du siehst sehr, sehr gut aus als Tank, der ein bisschen was hittet. Ich glaube, dich würde ich gern haben, Sir Leberecht. Sir Leberecht! Sie mögen leben! Können wir sogar noch einen besseren Helm erstmal geben hier. Batz! Da hast du sogar schon ein gutes Schwert. Ich muss mir eigentlich gar nicht ausrüsten. Abgesehen davon, dass du einen Dolch haben solltest. Sehr geil. So, dann haben wir das geklärt. Das hätte ich ganz gern nochmal zum Verbinden. Dann kriegt nämlich so Leberecht direkt mal den Verband noch. Ja, die Frage ist, will ich jetzt noch was für meinen Pelzen? Ich glaube, ich brauche mal 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich brauche aber nicht 3 davon. So, jetzt könnte ich noch 2 machen. Dann haben wir noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Ja, reparieren kostet ja aber echt viel. Das ist unangenehm. Aber dann machen wir doch das hier. Weil, ich meine, wir gehen in die nächste Stadt. Literally. Wir gehen einfach nur in die nächste Stadt. Sofadecken. Ich glaube, Sofadecken hat Lumi schon mal gewaschen, seitdem wir hier wohnen. Die hat nämlich ein bisschen komischen Geruch, weil sie ja bei ihr schon die Sofadecken waren. Wie das dann so ist, ne? So, wir brauchen 200 Kronen inzwischen pro Tag. Das ist gar nicht so. Zu gucken, wie das läuft. Also, wenn wir jetzt hier so Dingsbums, Wumsi, Dumsi. Hier, wenn wir den zu einem Kultisten machen könnten. Das wäre geil. Da hätte man einen richtig fetten Kultisten. Weil die behalten ihre Stats, die verlieren nur ihren Hintergrund. Und entsprechend auch die damit verknüpften Events. Aber das heißt halt, dass ne, das Problem ist bei den Kultisten ja immer, dass sie regelmäßig ihren Kultisten-Trade, ihren Fanatic of Dafkul ja leveln und dafür Leute opfern müssen. Das finden alle anderen immer scheiße, dass sie abhauen. Müssen sie wenigstens alle 2 bis 3 Wochen waschen Katzenhaare. Gibt es denn nicht irgendwas zum Entharren? Einfach. 830 ist aber echt günstig. Kill Marauding Greenskins. Das mache ich jetzt, weil das war echt günstig und ist direkt die nächste Stadt. Hallo? Ich wollte da hin. Laufen. Und für Marauding Greenskins wollen wir wahrscheinlich unseren Zerleberecht dann eigentlich mit drin haben. Das Sexy vielleicht, der Level 3 ist. Hopsy, der ist schon Level 7. Den haben wir heute geholt, oder? Alter. Die Leute leveln. Oder statt Jean. Ich glaube statt Jean. Die haben ein ziemlich gleiches Setup. Jean wird da mal ein bisschen rausgenommen für.
Weil es müssen jetzt alle junge Orks sein, gegen die wir jetzt antreten. Und das sollte eigentlich ziemlich fein sein. Wir müssen nur gucken, wo sie sind. Da sind irgendwas. Hier, Ork Marauders. Some Ork. A few Ork. Sind sogar Ork Warrior dabei. Aber ich will eigentlich nicht im Sumpf gegen die kämpfen. Könnt ihr bitte stehen bleiben, ihr blöden Viechter? Ich will nicht im Sumpf gegen euch kämpfen. Ich meine, ihr seid dann auch im Sumpf, aber Sumpf ist einfach nur anstrengend. Rein da. Wo sind wir nämlich nicht im Sumpf? Ihr müsst aber kommen, weil wir haben... Wobei, wir haben keine Rangies. Aber ihr kommt trotzdem rein, ihr seid fucking Orks. Ich meine, was machen Orks, wenn ich auf Leute reinstürme? Dann Yushka, du benimmst das mal. Da ist ein Warrior. 7 haben wir. 1, 2, 3, 4. Da sind hier vielleicht noch welche drin, weiß ich nicht. Machen kurz die Bäume aus, müssen wir sehen. Ah, da ist noch ein Warrior. Weiß nicht, ob ich Topsy da vielleicht gerade ein bisschen hart geopfert habe. Ja, genau deswegen. So ein Warrior ist nämlich schon gar nicht so ohne. Und Xeli, wie viel Defense hast du? 26. Du stellst sie mal nur ran, um den zu beschäftigen. Zur Leberecht. Ja. Hallihallo, Ricky. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück. Ricky, du bist ein guter Mann inzwischen wieder. Also deine zweite Inkarnation. Und du bist inzwischen auch Kultist. Du bist dabei. Du bist zwar tiny, aber du hast Leute schon gewone-shottet. Literally. Die hatten alles voll und du einfach fab, Kopf ab mit einer Riesenaxt. Mach das Meat Shield und hey Ricky. Ja, so ungefähr, ja. In der Richtung geht's jetzt gerade. Achso, ich wollte gucken, wie viel Sepp hat. 36 Defense. Nein, komm, denn können wir dich, glaube ich, schon hier hinstellen. Das ist ein Problem. Das ist nicht, was ich wollte. Ja, suboptimal alles. Alles ein bisschen suboptimal. Not what I expected they do. Ja, da wirft noch einer die Sau. Also zur Leberecht hat er oben, glaube ich, jetzt ein ziemliches Problem. Hunde will ich, glaube ich, nicht. Muss mal kurz hier helfen, dass es hier möglichst schnell durchgeht, würde ich sagen. Der hat schon keinen Bock mehr, der rennt irgendwie raus, okay. Die Rüstung von denen ist halt wunderschön. Nach 2 Wochen Klausur bin ich froh, was von dir zu sehen. Du hast vor allen Dingen sau viel Glück, weil eigentlich streame ich ja nachmittags gar nicht so viel. Aber Lumi ist heute unterwegs. Also, Lumi macht was anderes, was mit mir nichts zu tun hat. Und... Jetzt überlege ich gerade, was ich mache. So, wir machen mal das. Und auch das hier. Und da kann ich einfach streamen. Und ich bin heute früh vor allem ein bisschen ausgeschlafen und habe mir gedacht, dann stream. So, Xeli, gegen die Orkjungs sollst du klarkommen. Guck mal, die rennen schon weg vor dir. Ob kein Problem. So, Masumodo. Halt den auf. So, der hat zum Glück relativ wenig gemacht bisher. Das ist sehr gut. Das ist schlecht. So wie es ausschaut, habe ich alles bestanden, beziehungsweise bei 4 bis 5 ein gutes bis sehr gut. Nice. Das höre ich doch gerne. So, Ben, du musst hier mithelfen. Du musst dir auf jeden Fall mithelfen. Weil Ricky uns ein Problem kriegt. Das freut mich jedenfalls, Ricky. So, kann ich dich hier runterschubsen? Ich glaube nämlich nicht. Da bieten wir mal den Hund an als Ziel, anstatt Ricky. Was hast du nochmal studiert, vermute ich mal dann? Was ist das nochmal, was du da machst? Schade.
Nur den Piekser gemacht. So, jetzt muss Xeli, wir müssen irgendwie hier mit rumhelfen. Xeli hat dieses gute Schild. Moment, Sepp. Du hast auf jeden Fall, du tauntest den jetzt. Und dann verteidigst du. So, damit Ricky es nicht abkriegt. Und da oben fängt es halt jetzt an. Sehr schön. Der Taunt ist super wichtig an der Stelle, ne? Damit Ricky da einfach noch ein bisschen gemütlich stehen kann. Und wir den währenddessen verprügeln dürfen. Im Stiefelkreis. Da müssen wir noch ein bisschen... Oh no, das ist schlecht. Ich bin schon fast durch die Rüstung durch. Ich versteck mich wieder. Geh weg mit deinem blöden Gewerfe, ey. Werfen ist immer was, mein, wirklich, das ist das. Warum hast du, achso, die haben das Schild weggeballert, ne? Ja, dann machst du einfach mehr Damage, würde ich sagen. Ich habe Bachelor in Bauingenieur. Ja, genau. Und jetzt mache ich noch Master und erstes Semester ist damit durch. Nice. Erstes Semester? Ja, doch. Ja, doch. Kommt hin. Kommt hin, kommt hin. So, du tauntest einfach wieder. Und jetzt muss man mal den Hund setzen, damit der beschäftigt ist. Was? Wo will denn der Hund hin? Hab ich das verpasst? Okay, what the fuck. So, nur noch ein Jahr Vorlesung und dann nur noch Tests. Den Warrior haben wir, by the way, schon ziemlich down. Da ist er down. Sehr geil. Ein Jahr Vorlesung und dann nur noch Tests. Bei mir waren irgendwie sehr, sehr viele Vorlesungen generell. Aber ich habe auch kein Master gemacht, also von daher. Aber stimmt, das Ende von so 5 Jahres Studiumssachen. Nice. Ist dann meistens ein bisschen selbstständiger, sage ich es mal, oder? Das trifft es, glaube ich, ganz okay. Wenn wir haben doch was hier zum... Ach, fuck, wir brauchen 6 AP, um... Du bleibst noch mal kurz stehen. Auf ihn! Macht ihn rund! Oh shit. Da war ein Hit dabei. Frechheit. Er kriegt leider auch noch Hunger. Okay, der rennt. Ich dachte halt wirklich, das sind so wenig Gold eigentlich gewesen. Ich dachte, das wären auf jeden Fall nur Orkjang, aber jetzt haben wir doch einiges fighten müssen tatsächlich. Das Spiel hat, glaube ich, langsam realisiert, wie gut unsere Leute sind. Das sind ein paar von unseren Leuten. So. Ben hat noch ein Level Up, damit müsste jetzt eigentlich fast oben sein. Ulfert hat noch ein Level Up. Zur Leverich hat zumindest sein Schild gerettet. Ach, die Riesen. Diese 72 Haltbarkeitsschilde, die einfach nur ein Stück Stahl sind mit einem Griff dran, ey. Oh Mann. Aber die sind sogar was wert. Spannend. Spannend, spannend, spannend. M-Lane 2, hallihallo. Count Egebert previous Pro Airwing's man could never do that. What you just did, only the spurious workers could deal with these green skins. You are proud of the company, but try not to show it. Dann müssen wir nach Eisenstein zurück. Und wir müssen ein bisschen leveln. Ulfert ist damit Level 3. Guck mal, da haben wir direkt jemanden hier. M-Lane. Seh ich irgendwie nie Skills klicken. Ach so, ja. Das liegt daran, dass ich wieder bei der linken Hand. Also, kurze Erklärung. Mit WASD benutze ich hier häufig Sachen hin und her zu scrollen. Und ich benutze viel die Nummerntasten über WASD mit der linken Hand. Deswegen siehst du mich nie die Sachen klicken.
Ist vielleicht für den Zuschauen, zum Nachvollziehen ungünstig. In den meisten Fällen benutze ich den Basic Attack. Also sehr, sehr häufig habe ich den Basic Attack gerade benutzt. Ansonsten, das Kampfsystem ist rundenbasiert. Also auf einem Hexfeld rundenbasiert machst du die Attacks und es gibt Wahrscheinlichkeiten, wie gut du bist, je nachdem, wie gut deine Leute sind, wie viel Skill die haben und so weiter. Genau, im Standard hast du pro Runde 9 Aktionspunkte. Ein Angriff hier, der kostet zum Beispiel 4 Aktionspunkte. Deswegen, wenn du direkt dran stehst und nicht laufen willst, kannst du zweimal angreifen, hast einen Aktionspunkt übrig. Und zusätzlich zu den Aktionspunkten gibt es ein Erschöpfungssystem. Das heißt, der Standard geht meistens und du kriegst 15 Erschöpfung pro Runde im Kampf zurück. Steht sogar. For a character to start every turn with 15 less than his maximum fatigue. Genau. Also du kriegst immer 15 zurück, außer du hast irgendwelche... Ich lasse alle Modifikatoren jetzt mal weg. Standardregeln. 9 Aktionspunkte, die Ausdauer, die du hast. Die Ausdauer wird reduziert, wenn du schwere Rüstung anziehst. Hier steht zum Beispiel dort minus 8 Fatigue, minus 10 Fatigue, das Schild minus 18 Fatigue. Ne, also je mehr du davon hast, desto weniger Ausdauer hast du sozusagen im Kampf, die du benutzen kannst. Und hast pro Runde 9 Aktionspunkte. Warum das eine Rolle spielt, ist, weil erstens kannst du zweimal angreifen eventuell, was 20 Fatigue aufbaut. Laufen baut Fatigue auf, allerdings relativ wenig. Also, und auch kostet auch Aktionspunkte, das Laufen. Je nach Untergrund. Und zum Beispiel ein Knockout, was ich theoretisch auch zweimal pro Runde benutzen könnte, was 4 Aktionspunkte kostet, ist halt ein Spezialskill, der versucht, den Gegner zu stunnen, nichts machen kann. Der aber 19 Fatigue erzeugt, womit ich halt schon bei 38 Fatigue in der Runde bin. Und dann habe ich schon die Hälfte voll. Genau. Und ansonsten gibt's, ich habe jetzt alles hier Nahkämpfer, gibt es ein paar Waffen mit, auch im Nahkampf mit 2 Feldern Reichweite. Die haben dann auch, wenn sie auf das Feld direkt an sich dran schlagen sollen, normalerweise einen Nachteil, außer es gibt ein paar Skills, die das wegmachen hier dann in dem Bereich. Genau, den Nachteil. Was noch? Das ist auch eine Range-Waffe, das ist. Ja, gibt unterschiedliche Waffentypen. Du siehst doch hier schon unterschiedliche Waffentypen. Die Battle Whip, die hat 3 Reichweite. Und es gibt dann auch noch sowas wie Armbrüste hier unten und Bögen. Die haben halt mehr Reichweite. Die sind dann wirklich, wirklich Fernkampf. Dann gibt es noch ein paar so exotische Sachen wie die Handgunnen oder Handkanone. Die hat sogar einen AOE-Bereich. Genau. Da kann man halt ein bisschen rumspielen mit den Perks. Der hier ist zum Beispiel schon relativ hoch gelevelt. Der kriegt zum Beispiel 4 AP zurück, wenn ihm ein Gegner killt. Was ihm halt erlaubt, beim Zupieksen, wenn er mit dem ersten Angriff, weil er sonst kannst du ja nicht zweimal angreifen, ne? Weil 5 ist mehr als die Hälfte von 9. Wenn du aber mit dem ersten einen killst, kannst du nochmal angreifen. Was bei einer Zweihandwaffe schon sehr, sehr stark ist. Genau, und dann musst du halt überlegen, wie du deine Leute baust. So, ich glaube, das Kampfsystem habe ich so grob umrissen. Wird ansonsten rundenbasiert und Reihenfolge geht nach Initiative. Initiative wird reduziert durch die Fatigue-Reduktion und durch die Fatigue, die angesammelt wird, also die Ausdauer, die benutzt wurde. So, ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles umrissen, was das Kampfsystem ausmacht. Und, jo, kein Problem, dass du gefragt hast und so, ne? Ben the Leader, kriegst du jeden Fall plus 3. Das ist übrigens eine krass knappe Zusammenfassung, dafür, dass es spontan war. Kein Problem, bitte. Bitte, bitte. So, du bist ja eh ein Nimble-Dude, ne? Yes. You are nimble. Dann das wahrscheinlich. 69. Und HP. So, was ist die Frage? Wir haben ihm Relentless haben wir ihm gegeben. Gifted hat er auch. Ich glaube Fearsome schon, weil er dreimal pro Runde Schaden machen kann. Und da ist der Fearsome-Trigger, um die Leute in negative Moralchecks zu zwingen, schon sehr, sehr gut. Ja, das hört sich gut an. So, und du hast jetzt gerade ein Level-Up, das ist das nächste, ne? Das ist zufällig gerollt, tatsächlich. Also, die Sachen hier sind zufällig beim Charakter pro Level-Up. Ich kann sie jetzt nicht rerollen, außer ich würde neu laden und das Level-Up neu spielen. Aber die Rollen, zum Beispiel der Melee-Skill ohne Stern, Stern gibt Talente an, wo man die Leute sich besser entwickeln. Ohne Stern rollt von 1 bis 3, also kann zufällig, wenn du ein Level-Up hast, 1 bis 3 kriegen und ich kann jetzt hier 3 auswählen, die ich hochstufen will. Da will ich zum Beispiel die Verteidigung hochstufen, damit ich weniger getroffen werde.
den Treffskill und ich glaube, mit dir wollte ich einen Frontline schon machen, ne? Bist nur gerade mit einer Range-Waffe ausgestattet, damit du besser leveln kannst. Dann wäre es schon smart, dir mehr Fatigue zu geben. Vor allem brauche ich sowieso mehr Leute, die Fatigue machen. Und du kriegst Student, damit du schneller levelst. So. Dann müssen wir mal eincashen gehen. Bei dem Auftrag, den wir gerade gemacht haben. 940 war echt wenig dafür, dass da schon ordentlich geprügelt wurde. Wobei, die Orc Warriors sind nicht so schlimm. Das Schlimme sind die Orc Berserker. Die hauen einem ganz schön aus den Latschen, wenn die auftauchen. Erstmal ins Saufen gehen. Für die gute Laune. Achso, wir müssen auch die Sachen reparieren, damit wir sie dann gut verkaufen können. Da wurde ich jetzt ein bisschen rausgeholt. Aus meinem üblichen Vorgehen. Die beiden werde ich, glaube ich, auch reparieren. Den anderen Kram verkaufe ich einfach so. Yes. So, wieder hoch. Wuhu, laufen! Genau. Und Emily, wenn du sonst noch Lust hast, also wenn irgendjemand der überhaupt noch, vielleicht sind auch ein paar Leute da, die sonst die so ein bisschen reinlurken, ne, die sonst nicht so viel da sind. Auf YouTube findet er mich, da habe ich schon einiges hochgeladen. Ich glaube um die 30 Folgen jetzt, so 1 bis 2 Stunden. Also da habt ihr einiges an Zeit, die ihr Battle Brothers gucken wollt, falls ich gerade mal nicht online bin. Und wir haben die Marauding Greenskins gecleared. Sehr schön. So, nee, keine spannenden Leute im Tempel. Brauchen wir, glaube ich, auch gerade nichts. Besoffen haben wir. Wenn wir jetzt nochmal saufen, werden wir besoffen. Das wollen wir nicht. Wir wollen es nur für die gute Laune machen. 670. Follow the tracks. 500 sollte eigentlich machbar sein, weil es aber 500 gestattet. 500 ist relativ wenig Geld, was wir aktuell kriegen. Und anhand des Geldes kann man meistens ganz gut sehen, wie schwer die Aufträge sind. Und daher müssten es wieder einfache Diebe sein. Wenn ich sie denn finde. Ja, genau. Es sind wirklich nur 6 Raider. Das ist echt traurig. Nicht in die Berge! Ach, ihr Schweine. Jetzt könnte es... Na, wir sind noch auf der Wiese. Es zählt noch als auf der Wiese. So, Ben kann einfach immer mitten in die Luzi rein. Hallo. Dran, Leute. Juhu. Kriegst Unterstützung. Oh, das, da können sie, glaube ich, jetzt ransteppen, wenn sie wollen. Wollen sie nicht. Sehr gut. Und der will werfen. Ach, du. Du ahnst es nicht. So. Ne, da ist ja noch ein Rangy. Du wartest. Also ein Backliner. Ich sage immer Rangy, weil das der einzige Ranged ist, die ich habe. Aber eigentlich sind es Backliner und gar keine Range. Oh, du hast. Ich habe bei Mars im Modus Schild vergessen. No. Der hat jetzt nur 26 an Defense. Der ist nicht so viel. Du gehst mal einen Schritt zur Seite. So, Xeli. Wir gehen mit dir hier unten rum. Sir Leberecht. Sir Leberecht, gegen sowas müsstest du eigentlich auch zurechtkommen. So, Sepp kommt da noch mit. Oh ja, und Sono. Sono ja sowieso. Sono mitten rein, genauso wie Ben. Ben und Sono sind bei meinem Frontline Dream Team gerade. Ja. Sagt's und kriegt dann ins Gesicht. Warte mal, nee, das war nicht Sono, das war dann Yushka. Dann Yushka kriegt ins Gesicht, das stimmt. Dann Yushka kriegt ins Gesicht. So, Truff da und da triggern die schönen. Da kommen die Negativ-Trigger schön rein. Ich würde eigentlich kurz warten, bis er das Schild weggemacht hat. Genauso mit dir. Ah! Nicht getroffen. Waschkeks. Topsi! Mach sie! Platzi! Den nächsten an mitwerfen, ey. Dass hier alle irgendwas rumwerfen müssen, ist schon ein bisschen anstrengend. So. Schild weg mit dir. Macht er sogar noch extra Damage, ne? Naja. Gerade. Hätte ich wieder warten sollen, sind wir ehrlich. Also, wie ich dran stehe. Wie smarter. Oh, der hat gerade einen Kopftreffer abgekriegt. Der wurde gerade der Kopf zerschnitten. So, Leberecht. Oh. Ja, dann muss es halt doch mal so ein Modo machen. Und du hörst mal bitte auf zu werfen, da habe ich gar keine Lust drauf. Tschö.
schön Leute zerschneiden. Let's go. Ja, du hast auch keinen Bock mehr, der will schon wegrennen. Sehr geil. Stunt, yes. Ups, falsche Taste. Jo, jo, alles down. Also, ich könnte es auch mit Klicken machen, aber dafür bin ich irgendwie zu faul, sind wir ehrlich. Ne, Hund will ich jetzt nicht daneben setzen. Und ich beende auch meinen Zug immer mit F. Und mit Leertaste skippe ich durch. Aber ja, das ist als Zuschauer vielleicht nicht so optimal zu sehen. Hätte ich vorher machen sollen. Stun ihn! Yes, danke. Oh, das hätte ich gar nicht mehr machen müssen. Du gehst da rein. Ne, du gehst da rein. Dann müssen wir auf jeden Fall hier hinten rum. Schnipp! Schnapp! Also, ja, Brigands sind halt nicht wirklich schwierig. Jetzt rennen sie sogar alle. Jetzt rennen sie sogar alle. Müssen wir jetzt nur noch reinhalten. Das ist ziemlich entspannt. Moment, ich muss dran. Yes. Yes. Geil. Ja, Brigands halt. Brigands an Tag irgendwie 130 oder sowas. Wo sind wir jetzt? 1200. Aber wir kriegen doch irgendwie 800. Nee. Das sind immer die Leute, die ich mag. Okay, ne, meint, wir kriegen 600. Da wäre der 1100er Deal schon ziemlich nice gewesen. Das solltest, glaube ich, dazu schreiben, wie viel dir versprochen wurde und wie viel der dir jetzt sagt, wie viel es sein soll. Wäre schon gut gewesen, 600 extra zu kriegen. Das wäre schon gut gewesen. So. Reparieren, reparieren. Reparieren, damit das gut verkaufen können, weil du kriegst mehr Geld fürs Verkaufen. Bei dir auch noch. Anderen Sachen können wir, glaube ich, so weghauen. Preise müssen hier in Ordnung sein. 19, genau. Ich nicht. Hätte ich jetzt anderen Kram. Eigentlich kann ich von dir auch schon Sachen verkaufen. Die Orks-Sachen hier. Ich habe ihn noch gar nicht auf Reparieren gestellt. Das, 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 das. 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 Was? Ich habe jetzt gerade das Falsche verkauft. Ja. Tja. Der Bogen ist dann wohl RIP. Aber ich stehe eh nicht auf Bögen, von daher. Ich habe mich gerade irgendwie verklickt. Bin ich ein bisschen verrutscht? Nicht so optimal. Hier oben haben wir noch was, was wir wegschmeißen können. Und nicht wundern, dass ich die Rüstungen behalte. Das ist, wenn ich neue Leute kaufe oder sowas, dann würde ich die gerne einkleiden wollen. Oder wenn wir mal richtig, richtig viele Kämpfe schnell hintereinander haben, dann können wir die Rüstungen halt nicht schnell genug reparieren. Entsprechend würde ich dann dafür sorgen wollen, dass wir dann trotzdem Rüstungen anhaben, die repariert sind. 2250? Drive of Brigands? Was ist denn das für eine Banditenarmee? Treffe ich jetzt auf 30 Banditen oder was? Nee, danke. Das könnt ihr schön selber machen. Ihr habt doch einen Arsch offen, Alter. Wenn ihr mir irgendwie 3000 fast für Banditen bezahlt, dann... Nee. Entschuldigung. Oh, ich muss auf Essen achten. Das ist nicht mein Deal. Und ihr müsst ja keine Greenskins mehr haben. Das heißt, die Preise müssen bei euch besser... Nee. Ambush Trade Routes. Aber dann kriegt man sogar mehr für euch eigentlich. 21er Preise. Für Verkaufen leider nur. Verkaufen ist aber auch scheiße. Ja, wir brauchen ein bisschen Essen, brauchen wir, sonst kommen wir nicht im nächsten Bereich an. So, Eugen ist hier noch am rum. Hier haben wir noch einen Sir. Hier hätten wir noch einen Sir. Oh, nee, lassen wir erstmal. Wir verlieren sonst eh wieder jede Menge Leute.
Sollten jetzt mehr handeln. Okay. Suderbusch. Ein Suderbusch haben wir schon lange nicht mehr. Das wäre okay. Ja, Hunter und Lindwurms. Nee, danke. Dann geh ab nach Suderbusch. Um nach Suderbusch zu kommen, werden wir aber einen Sonnenwehr zwischenhalten müssen, um Essen zu kaufen, glaube ich. Wie viel brauchen wir eigentlich zum Reparieren? 2 Tools und Supplies. 13 Brigands. Mit einem Brigand Leader. Der ist nicht so ohne. Ja, der will auch zu uns. Der will uns auch. Dann nehmen wir wieder die Abkürzung. Hier hinten rum nach Weißenschacht. Weil ich... Nee, das... Oh, hier wird gerade gepillaged. Hier wird jetzt gerade gepillaged. Hier brennt's noch, die Ruinen. Kommt der von hier oder was? Wir werden gerade ausgeraubt, die Jungs. Hallo. Ja, hier raided. Less items, less recruits. Ja, ist gerade ausgegangen jetzt. Tut mir leid, Weißenschacht, dass es euch da nicht so gut geht. Das tut mir echt leid. Oh, das Essen haben wir nur. Ugh. Oh, hier gibt es aber günstig Essen. Mal her. Die Roots halten nämlich auch eine Weile, das ist sehr gut. Gibt es noch was zum Reparieren für günstig Geld. Und wir nehmen noch ein bisschen Mehl mit. Mehl können sie immer voll punchen irgendwie, das wird schon. Das wird schon. Wir wollen nicht keine Rekruten, außer sind Kultisten, weil Kultisten wollen wir schon, wenn sie gut sind. Plus Melee-Skill und er hat schon Max-Skill. Gute HP, kriegt gut Fatigue, hat gute Resolve, hat gute Melee-Skill, hat Verteidigung. Ja, ja, du kommst mit. Du kommst mit, mein Freund. Und wie sieht's bei dir aus? Fear of Beasts. Ja, das könnte theoretisch ein Ranged-Kultist werden, aber Ranged-Kultisten sind immer scheiße. Also immer, selbst wenn die maximal rollen und dann 2 Sterne haben. Also der ist schon gut dabei, ne? Der ist relativ hoch, aber dem fehlen einfach 10 Punkte auf Level 1 schon im Vergleich zu jemandem, der halbwegs dafür geeignet ist. Ja, nee, Tobion nehme ich nicht nur mit, aber du, mein Freund, Alva, der Kultist? Ich sehe, habe ich keinen Platz mehr oder was? Achso, nee, hier. So, zack. Du hast 62. Ist kurzsichtig, aber das ist ja wurscht. Weil immer das neben dir kannst du immer sehen. Bist du unser neuer Peitschenmeister? Da wäre kurzsichtig natürlich ein Problem. Auf jeden Fall geht das mal dahin. Peitsche könntest du schon machen. Wenn du ein bisschen Melee-Skill kriegst, könntest du peitschen. Erstmal kriegst du das. Weil davon können wir auch noch ein paar gebrauchen. Und das ist nicht auf Reparieren gestellt. So, und du brauchst noch was zum Anziehen. Was hältst du denn davon? Was hältst du denn davon? So. Ich wollte Essen kaufen eigentlich. Habe ich Essen? Ich habe Essen. Sehr gut. Dann geht's weiter nach Suderbusch. Wie gesagt, waren wir auch schon lange nicht mehr. Aber früher... Alter, was hier rumläuft, ne? Nomad Archers, Slingers, lots of Cutthroats. Ja, vielleicht sogar machbar, weil die haben auch keinen Bock auf uns. Tatsächlich, aber ich will erstmal den Auftrag abschließen. Sind wir noch am Heilen? Nee. Oh, wir haben Level-Up verpasst. Zur Leberecht. +2. Nochmal +2. +5. Yo! Yo! 5 Fatigue ist saugut. Das ist halt echt nice. So viel Fatigue auf einmal zu kriegen. Normalerweise ist es 2 bis 4 oder so, die du kriegen kannst. Ja. Oh. Macht einen schon ein bisschen happy. So 1000. Hunt down with Terrorizes. Terrorizes sollte ganz gut sein, weil das sind normalerweise Wölfe oder Spinnen. Dann wahrscheinlich in einer größeren Menge, aber die sind an sich
Die sind im Ein-, also der Einzel davon ist nicht gefährlich. 300 Kronen Advance, 63 pro Kopf. Okay, das ist. Okay. Das ist Patrouille für die Nobelhäuser. Aber ich würde erstmal das Hand down machen wollen, weil das sollte ordentlich Kohle und Zeug geben. Und wie gesagt, die Gegner sind normalerweise nur eine große Menge. Aber weniger. Hier, 18 Webknechte, die sind nicht mal im Wald. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Wir werden jetzt so um die 22 Webknechte oder sowas machen müssen. Aber wir haben ja ein paar Leute, die ordentlich aufräumen. Das sollte das machbar sein. Wir haben sogar ein Highground hier. Da sehe ich schon, dass es klappt. Also nicht wundern, dass es gerade 18 stand, jetzt sind es 21. Das heißt, wir haben einfach 3 Eier. Wir haben einfach 3 Eier. Ja, das meine ich mit, wir haben Leute, die aufräumen. Wir haben da echt schon ein paar gute Leute. Sexy kann man mit hier verteidigen. Was bist du? Celeberecht, mal so ein Modo. Wir müssen ein paar Leute in der Backline behalten, tatsächlich. Um uns dann zu befreien. Oh, du hast kein Schild. Um uns dann zu befreien von den Sachen. Weil die hauen einen ja immer, die spielen ja immer ein. Und das wollen wir ja nicht, von daher bleibst du einfach mal dahinter stehen. Sepp, können wir da hinstellen. Du gehst nochmal auf den High Ground und du packe ich hier so hin. Das meine ich mit dem Einspinnen und das müssen wir am besten mit Leuten befreien, die dahinter stehen, die ja nicht angreifen müssen. Und da sind wir übrigens auch die Eier. Aber wir sind relativ viele, also wir haben echt viele Leute, wir können sogar noch die Hunde reinholen, dann hilft es glaube ich noch mehr. Oh, das ist nicht gut. Vergiften ist schlecht, aber wir haben glaube ich ein paar Gegengift-Leute dabei. Dass die Ecken jetzt so überlaufen werden, finde ich nicht ganz so optimal. So, und? Befreiung, schade. So, du musst jetzt hier helfen. Rein, befreien, schade, hat nur bei einem geklappt. Rein. Ja, du darfst nicht weg. Rein. Nope, das wollte ich eigentlich nicht. Das habe ich verdrückt. Wollte die 5 haben. So, das sollte ausbluten. Haben wir noch einen weggemacht, sehr schön. Noch einen weggemacht. Machen wir hier noch einen Hund hin. Machen wir das so. Und die soll uns ein bisschen helfen. Zono hilft. Machen wir den noch weg. Ah ja, der ist ja vergiftet, da war ja was. Guck mal, haben wir schon ein bisschen was geklärt. Pro Runde spawnen halt 3 neue, bis irgendwann die Eier leer sind. Also musst du eigentlich mindestens pro Runde 3 killen. Oder halt schnell zu den Eiern gehen. Aber dann bist du halt meistens extrem out of position. Deswegen wollen wir das nicht. Ja, dass der dort immer noch vergiftet ist, ist natürlich blöd. Noch eins Todeskreis. Das vierte, was wir gekillt haben, glaube ich. Ja, und unsere Hunde, wir helfen schon sehr, sehr gut mit. Wieder einer tot. Let's go. So, wir helfen unserem Frontmann und dem da unten. Du darfst sogar attacken und helfen? Nee, darfst du nicht. Dann hilft dir jemand anders. Würde ich sagen, weil wir wollen ja ein bisschen attacken hier. Wir wollen ja ein bisschen attacken. So, hier da unten. Ich glaube, ich muss hier oben ein bisschen mehr mit reinhelfen. Schade. Oder du dürfst einfach selber. Das ist auch eine Option. Du machst sogar noch einen weg. Perfekt.
weiß nicht, ob Gegner, die sich helfen, irgendwas bringt. Bin mir nicht sicher, was das angeht, ob das wirklich hilfreich ist. Beide nicht treffen ist ja eine Tragödie. So, haben wir uns so befreit. Du hast leider nichts gegen Gift dabei. Jetzt kommen sie von da oben alle angelaufen, ne? Die Schweine. Und spinnen alles ein. Die spinnen noch, die spinnen, die spinnen. Spinnen, spinnen. Spinni, spinnen. Ja, du willst jetzt Eier fressen gehen oder was machst du, Wuffi? Das ist nicht so auf dem Schirm. Aber danke. Danke für diese Höhenangaben, die haben mir ja richtig geholfen. Schön, dass es jetzt mal sichtbar ist, was hier eigentlich passiert. Okay, Ben. Ja, du gehst dann da rein, würde ich sagen. Wenn Yushka moved. Schade. Der kann dir niemand anders helfen. Damit. Du meinst halt die Ausdauer aller, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist so ein bisschen das Problem. Ach, dass du nicht gestorben bist, ist wieder eine Tragödie. Wieder eine Tragödie. Sehr schön, du hast dir selber geholfen. Du hast jetzt sogar gehittet. Sehr geil. Hier unten können wir jetzt ein bisschen aufräumen. Mit den Viechers. Das Gift macht nicht so viel, weil das immer, das macht keinen prozentualen Schaden oder so. Und ich glaube, Sona hat inzwischen unfassbar viel HP. Rangesteppt, wieder weggesteppt. KI kann sich auch nicht entscheiden. Von daher, insgesamt sieht es eigentlich noch ziemlich nice aus. Wir sind schon 15 runter. Haben einiges weggeräumt, es gibt halt schön XP. Es gibt halt schön XP. Sollen wir da runtergehen bitte? Was soll denn der Scheiß? Das ist schlecht. Hier kriege ich Abzug, ja, too close, genau. Gerade M-Lane hat nämlich noch nicht die geilen Skills. Die guten Sauer. Jetzt haben sie schon alle kennt. Also jetzt ist gerade. Hallihallo Sacred! Wunderschönen guten Tag. Dich gibt's aktuell auch noch nicht, glaube ich, nicht mehr. Beim letzten Playthrough warst du ja so ein bisschen mein Carry, ne? Aber hallihallo, mir geht's ganz gut. Hab ein bisschen Hunger. Wie geht's dir? Kopf ab! Schlitz, Schlitz! So, jetzt sollen wir hier hochmoven. Da ist noch einer zwischen. Du hast keine Ausdauer mehr. Du hast gar keine Ausdauer mehr. Nur leider haben wir immer noch das Problem, dass wir keine Ranges haben. Ranges wären hier natürlich auch super, weil du die ganzen Spinnen einfach von hinten abschießen könntest. Hat eine Erkältung, aber wird besser. Das freut mich. Ja, bei mir ist nur ein bisschen Müdigkeit, weil selber zu dumm zum Schlafen. Ungefähr. Sonst ist bei mir nichts Besonderes. Oh, ich darf sogar nochmal hier helfen. Oh. So, helfen wir dem mal. Achso, da können wir nicht mehr attacken. Ja, das ist immer ein bisschen blöd. Das ist immer ein bisschen blöd. Nope. Dann hier hin und da schnetzeln. Für die XP. Jetzt glaube ich einfach eine Runde stehen bleiben, weil du bist echt. Du hast inzwischen das. Sehr schön, noch eine down. Mal da nochmal was hauen. Du hast keine Ausdauer mehr, leider. Sekiro, du warst auch immer der Battle Brothers spielt, oder? Wie laufen deine Runs? Ist auch vorangekommen. Wir haben ja lange nicht mehr miteinander geredet. Also, ja, bei mir ist alles wirklich entspannt. Ich habe heute sturmfrei eine ganze Weile lang bis gegen Abend, späten Nachmittag. Wobei langsam könnte es vorbei sein.
Ab da hat mein Handy geklingelt in dem Moment. Wo ich sage, da langsam könnte es vorbei sein. Und hatte letzte Woche ein bisschen Urlaub, weil ich bei meinen Eltern war zum goldenen Hochzeit. Ja. Hab da mit meinen Neffen und Nichten viel Magic gespielt. Und daher ist das eigentlich alles voll im grünen Bereich. Und nächste Woche bin ich auf Konferenz über meine Arbeit, die für mich bezahlt wurde. Also, ja. Ich kann mich nicht beklagen gerade, muss ich so sagen. Also insgesamt alles ein ganz, ganz gutes Leben läuft. Bleibt ihr jetzt da, ihr Spinnen? Ich will euch als XP-Pinata haben. Dann wirklich alle weg, ne? Magic-Karten, ja? Kennst du nicht Magic the Gathering? Sag mir nicht, du bist, also... Das sollten, also... Das Sammelkartenspiel, so eins der Begründer der Sammelkartenspiel-Sachen, die rausgefunden haben, dass man sein Geld selber drucken kann, wenn man es einfach als Karten verkauft. Das ist sicher dieselbe Generation. Weiß ich nicht. Ich hab's mit 14, war das bei uns so ein großes Ding. Aber die gibt's ja schon irgendwie seit Anfang der 90er. Ursprünglich. Ich glaube, das ist durch. Ich darf noch nicht auf Random Down klicken, glaube ich. Weil die... ihre Moral ist halt noch okay. So, sind wir, glaube ich, noch ein Gegner, genau. Kannst unten stehen bleiben. Aber wenn du nochmal zuhauen darfst, kommst du auf jeden Fall nicht daran. So, dann flog wieder ein Kopf. So, Sir Leberecht hat jetzt das Level abgekriegt. Dann können wir den zu Sacred machen. Dann ist es jetzt Sir Sacred. Hört sich gut an, oder? Den Level war nämlich gerade hoch und er ist auch ein vielversprechender. Sir Sacred. Guck mal. Der wäre jetzt nämlich sowieso dran. Hat er nicht gerade ein Level up gehabt? Ich habe ihm den Perk nicht gegeben. Ich bin ein Vollidiot. Er hat gar kein Level up. Ja gut, haben wir wieder ein bisschen vorzeitig benannt. Plus 3. Ja, das so fixen wäre schon ganz gut. HP wären aber auch gut mit plus 4. Die plus 2 hätte ich gerne. Die Resolve, ich mache ja erstmal plus 4 HP, würde ich sagen. So, was wollen wir mit ihm machen? Ausdauertechnisch. Der ist in allem so okayisch. Hat wirklich die Frage, wer braucht auf jeden Fall giftet. Der muss gegiftet werden. Ja, dann würde ich Ausdauer leveln wahrscheinlich für Battleforge in die Richtung dann. Dann geht's Richtung Battleforge. 1200, schön eincashen. Ja, ne? So. Und das Patrouillieren können wir eigentlich auch noch machen. Patrouillieren ist meistens ganz okay. Speichern mal die Kampagne. In uns ist ja jetzt nicht so viel passiert. Minimal HP-Damage. So. Alles ziemlich entspannt. Accept this contract. Let's go. Auf nach Wolfenburg. Wir sollten eigentlich ein paar Leute töten, weil wir kriegen 65 Kronen pro Kopf. Ne, und nur 320 Kronen für den Auftrag. Also eigentlich ist das ein Suche dir deinen Kampf selber und bringe mir die Köpfe mit. Ding. Wir müssen jetzt irgendwie nach Mordorf hochgehen oder so. Da gab es immer Sachen. Gehen wir nach Mordorf? Hey, wir müssen nach Mordorf. Nice. Und dann ja, ich wieder nach Sudebusch zurück. Du, 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 du. Ja, 11 Brigands. Let's go. Kommt her, meine Freunde. Dankeschön, das sind 600 laufende Kronen. Oh. Ich habe aber viele Rangies. Wieder vergessen, dir ein Schild zu geben. Upsi. Upsi Daisy. Ihr sollt nicht laufen. Die rennen weg, die Schweine. Die rennen jetzt schon weg hier nach oben. Ihr habt doch einen Arsch offen.
Oh, das ist schlecht platziert, by the way. Muss ich mich da vorstellen mit jemandem? So, Xeli geht mal so dahin. Dann gehen wir ein bisschen außen rum. Ist hier unten rum. Ja, ja, ja. Schieß mal, mein Kleiner. Try me. Try me, my boy. Also Kultisten übrigens ist wirklich spannend. In dem Sinn. Wir bleiben mal kurz stehen. In dem Sinn, dass sie halt mit Resolve deutlich weniger Probleme haben. Also wenn du halt Kultisten hast, dann haben die viel weniger Resolve-Checks, die sie bestehen müssen. Wodurch es natürlich auch viel weniger problematisch ist, niedrige Resolve zu spielen. Also... Oh, jetzt wird bei mir gebohrt. Ja, jetzt geht's los. Ja, geil. Vielleicht lieber den am Rand nehmen sollen. Für die Aktion. Also falls ihr jetzt ein Brrrr im Hintergrund hört, kann ich nichts dafür. I'm sorry. I really... Oh, what? ...72 reicht mir. Als Hitversuch. Schön aufschneiden. Du gehst mal da runter, da gehe ich jetzt hoch. Danke, Sir Sacred. Haben sie sehr gut gemacht. Du gehst mal einfach außen rum. Ich hab jetzt mal meinen Hundi, dass der sich mal um die Ranges kümmert, damit die weniger umballern. Meine 5 Ranges ist schon nicht so von der Hand zu weisen. Müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das machen. Batz! Guten Tag! Wie geht's Ihnen denn so? Dum dum. Dum 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 dum. Dum dum dum. Dum 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 dum. Dum dum dum. Oh, fast tot. 4 HP hat er noch. 4 HP, ey. Ja, der könnte jetzt wieder geopfert werden, unser Wuffi hier drüben. Ganz rechts an der Seite. Weil der gerade nicht so viel Support hat. Au! Er hat sogar ein Kite-Shield. Das ist gut bis jetzt gelaufen. Das nicht. Der hat nicht mal mehr ein Shield. Warum zur Hölle trefft ihr den nicht? Weil der ist so unfähig. Moment, der darf in zwei Hände zweimal angreifen? Hab ich ihn jetzt verpasst? Muss mal auf meinen Hund rumzuschubsen. Ich glaub's hackt. Fängt der an, meinen Hund rumzuschubsen? Du hast keinen Repost an. Ja, du musst jetzt unten rumlaufen, Xeli. I'm sorry. Hab ich dich leicht fehlplatziert. Obsi. Geh mal dahin und dahin, weil wir wollen dann den da richtig kaputt hauen. So, laufen nochmal darum, damit er weniger auf die Hunde einprügelt. Ist nur noch der eigentlich, der auf den Hund einprügeln dürfte. So, der trifft. Jetzt haben die aber alle keinen Bock mehr, weil Fearsome hat getriggert und die haben alle schlechte Laune. Und sind ängstlich und haben ins Gesicht gekriegt und ja. Alles ziemlich chillig. So, jetzt aber hier. Ricky, ich hab dich vorhin gelobt. Weil du so geil getroffen hast. Da ist sogar jemand an dich rangekommen, hast du einfach ge-one-tapped. Und jetzt machst du mir sowas? Oh Mann, Ricky. Die machen aber alle gerade sowas, also. Meine Jüde, Leute. Meine Jüde. Ja, finally. M-Lane trifft. Oh, er wird... Nee. Ja, schwierig. Machen wir wieder einen weg.
Batz, Batz. Jawollo. Machen wir erstmal euch kaputt. So, zack, zack. Hallo, hier geblieben. So, hier wird aufgeräumt. Stunte Hunde müssen bestraft werden. Na, da wollte ich nicht durch, aber egal. Laufen wir einmal komplett außen rum. Ist das Sacred? Ne, sexy ist das. Sexy muss noch ein bisschen gucken, dass er so zurechtkommt. Der kriegt ganz schön viel ins Gesicht. Immer wieder. Ist ein bisschen blöd. Für meinen Geschmack. Okay. Und Xan sollte vielleicht mal aufhören, die 95er mit 100 zu rollen. Meine Fresse. Das ist ja katastrophal. Wieder der Hund gestunt. Hast du irgendwas gegen den Hund, oder? Du magst den nicht. Ich merk schon. Du Brigand Marksman, du. Da flog ein Kopf. Sexy ist, glaube ich, auch blutrünstig. So ist das dann. Oh, ich habe nur Ausdauer für einen. Ich hatte nur Ausdauer für einen Schlag. Das ist so krass, was da immer wieder über die Fahnen hochfliegen. Wenn du Vierser mit dem Triple-Ding hast, das ist so geil. Ja, aber ich dachte, mit der Axt darf ich nicht laufen, während ich das mache. Moment, eins hoch. Zack! Shit. Müssen wir kurz warten, bis der Hund dran war. Sonst können wir da nicht reinsteppen, sonst sind wir plötzlich im Nahkampf, das wollen wir ja nicht. Leute, aufschneiden! Oder so. Erwirrt, XP-Pinata und so. An dem Punkt sind wir angekommen. Können wir alles mitnehmen? Können wir alles mitnehmen. Geil. So, das ist ja schon mal gut. Da haben wir 11. Gibt's ein paar Köpfchen. Weil die sind ja sonst immer kacke, wenn du ohne Köpfe, komplett ohne Köpfe zurückkommst. Aber was soll ich denn machen, wenn ich einfach niemanden treffe? Wenn ich einfach niemanden treffe. Hier, Level Up von Sir Sacred. +3, +3. Sehr gut, +5. Yes. Yes. Weil bloß die dicke Rüstung dafür. Ach Mann. Ilia, du hast es. 4, 3 und 1, I guess. Das war nicht schön. Das Level Up war nicht schön. Immer mal ehrlich, das habe ich schon besser gesehen. So, Brawny. Du kriegst Brawny, damit du die schweren Rüstungen auch problemfreier tragen kannst. Das wird repariert. Das wird repariert. Das wird repariert. Das wird repariert. Das bringt alles Kohle. Alles Geld. Und M-Lane kriegt auch noch ein Level Up. Das und das hätte ich ganz gern. Und ich glaube, +3 würde ich auch noch mitnehmen. Ja. Moment, was hast du jetzt für Skills? Ein Standard. Ja. Ja, das ist jetzt die Frage. Gehen wir dafür Ausdauer oder gehen wir für HP und Inni? Könnten auch Nimble Damage Dealer gehen, quasi Zweihand Nimble. Muss aber irgendwann mal ausprobieren, wenn die weit genug sind. Müssen wir die Inni hochziehen. Und die HP tatsächlich auch eigentlich. Habe ich immer die +3 HP noch mit. An der Stelle. Und du kriegst erstmal Backstabber, damit du besser triffst. Wobei Backstabber natürlich für einen Frontliner Quatsch wäre. Aber aktuell ist es noch ganz gut. Glaube ich. So, Taxidermist. Hier könnten wir nochmal das craften. Genau, noch ein. Large Quiver of Arrows. Reinforced Nets. Poisoned Oil. Brauchen wir alles nicht. Und Snake Oil haben wir gerade nicht zur Verfügung.
So, jetzt könnten wir den Leuten nochmal Sachen geben für ihre Rüstungen im Nahkampf auch tragen. Aber ich glaube, ich habe ganz vielen Leuten nur so eine Zwischenrüstung. Nee, Ben behält seine Rüstung. Dann kriegt Ben jetzt nochmal so ein. Damit die Leute weniger Dingens haben wir dann auch noch. So, da haben wir hier nämlich noch ein Pelzchen für Ben. 1000 Mailsch. Das hat nur 110, das ist halt nicht so viel. Aber why not? Dann kriegt Xili jetzt auch einen schönen Pelzchen hier. Richtig schöner Pelzkragen, damit es euch gut geht. Wie sind hier die Verkaufspreise? 10! Bei euch ist aber Polen offen, oder? Und kaufen kann man auch nicht. Das. Da bin ich nicht zuständig. Das war nicht meine Aufgabe. Alles teuer. Also teuer kaufen, billig verkaufen ist irgendwie nicht das, was mein Ziel sein sollte. Also, wenn wir jetzt noch was finden, wäre natürlich awesome zum Fighten. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Meistens ist das dann durch. Also ich bin schon froh, wenn ich eins finde und wir haben einfach nur den Ablauf gemacht. Von daher kriegen wir jetzt einfach 900 irgendwas. Immer Daumen. Also. 65? The Patrol, you killed 11 while on the road. The emphasis is on the kills as that is what you are being paid for. Count remembering knots and has one of them. You did 700. Ich krieg 320 für fertig. Good kills. Aber ich kriege jetzt die 320 für fertig nicht, sondern nur die Kills. Okay. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Wir könnten aber hier noch eine Heavy Wardog Rüstung machen. Wir hatten ja noch ein paar Wardogchen im Einsatz. Sind sie denn? Hä? Ist fast keine mehr oder was? Und das Ganze 2? Hier ist noch ein Hund. Vielleicht soll man den Hund mal jemanden geben, der auch mitspielt. Hier oben. So, hier ist so Sacred. Guck mal, kriegst du direkt noch einen Hund. Red Tooth. Ist jetzt dein neuer Freund. Noch einen davon brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Poison Oil. Marktplatz. Wie sind hier die Preise? 12. Ach, das ist ja ein Trauerspiel. 1700. Okay, geben wirklich nicht mehr. Und ein Hexencontract, weil Leute beschützt werden müssen. Sehe ich mich nicht so gerne. Aber ich glaube, wir würden erstmal für heute die Kampagne speichern und uns dabei belassen.